Ich sehe zumindest nichts. Also so nebenbei, da hinten sind zwei magische Waffenkisten und als wir es beim letzten Mal gespielt haben, haben wir keine Ahnung gehabt, wie man da hinkommt. Und uns ist jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, dass hier hinten Feuer ist und dass man es wahrscheinlich mit vornehmen soll. Nur wissen wir jetzt immer noch nicht, wo genau wir dieses Feuer im Endeffekt einsetzen sollen. Ja. Also ich würde dir mal raten, mach deinen, zünd noch mal eins an, wir gehen rüber. Okay. Also wir hoffen, es klappt, weil das sind hinten dran wirklich zwei magische Waffendinger und ich wäre schon eher dafür, die zu bekommen. Deine Höhenangst. Guck mal hier, kannst du hier durchschießen? Noch mal richtig. Oder? Hier. Hier. Quatsch. Ah, nee, da ist nichts. Okay. Das geht nee. Schlimmsten. Verschwend's nicht. Gehen wir zum Marktplatz. Vielleicht kann es dort jemand. Genau, hier sieht man das. Passiert ist. Waffenstände für verzauberte Waffen. Zerbricht Waffenstände für verzauberte Waffen, ewige Waffen. Solche Stände finden sich in versteckten Gebieten, ja. Jetzt ist halt nur das Problem, wie. Genau. Ja, jetzt eigentlich ist gerade wieder das gleiche Problem wie. Weil hier ist eine Tür. Allerdings. Verschlossen. Guck mal. Ja. Hier hinten dran ist offen, aber ich komme nicht vorbei. Kann ich mal gut. Hier hinten dran, guck mal. Siehst du es? Ja. Da ist so ein Fenster, aber man kommt da nicht vorbei. Hier oben ist ein Schild. Ich weiß nicht, ob es das bringt, es anzuschießen. Ich will halt jetzt vorerst noch keine Pfeile irgendwie verschwenden. Ich weiß nicht, auf was ich hier aber schießen soll. Nee, ich bin auch. Oh, hier liegt eine Leiche. Okay. Ich könnte sie anschießen. Ob sowas bringt, will ist eine andere Sache. Ja. Also ich weiß es wirklich nicht. Rein theoretisch könnten wir mit, also wenn Sony mit der mit Pfeil und Bogen drauf schießt und ich mit meinem mit meiner Armbrust, könnten wir die Dinger zwar kaputt machen, nur wie kommen wir an die Waffen? Genau. Weil hier ist eine Tür, nur hilft uns das wenig weiter, wenn wir da die Tür bearbeiten. Also es gab auch keinen Tipp, ich meine, wir waren gerade eben. Oh. Okay, du hast eines der Teile kaputt gemacht. Sorry. Ich wusste gar nicht, dass du durchschauen kann. Okay, auf jeden Fall liegt da jetzt eine Waffe für mich. Ich sehe es auch, es ist eine. Oh, eine Axt. Mann, Alter, ich will die haben. Okay, der einzige Anhaltspunkt, den wir von hier aus hätten, wäre das Schild. Da oben. Ja, aber ich aber einfach mal. Guck mal, da ist ein Pfeil und Bogen drauf. Da ist ein Pfeil und Bogen drauf. Auf dem Schild, siehst du es? Mach mal. Ah, ja. Okay, aber. Auf was soll ich denn da schießen? Ja, er zeigt da oben auf. Ja, okay, warte mal. Nee, lass mich das mal machen, bevor du. Warte. Also, okay, mir bringt es nichts, wenn ich da drauf schieße. Wenn ich da drüben irgendwo hinschieß, bringt das allerdings auch nix. Also ich würde raten, ja. Ich meine, du hast Feuer. Also das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, dass du da drauf schießt. Aber was soll ein Schild bringen? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab's. Nein. Ja, lass mich meine Waffe aufheben, bitte. Oh, Schaden 26, hat 4 Schaden mehr und 117 Magie. Das ist genial. So, meine hat, also meine jetzige hat 24 Schaden mit Geschwindigkeit Mittel. Die neue Waffe hat 15 Schaden und 45 Magieschaden und ist schnell. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich nehme die mal. Also man sieht, wie es leuchtet, wenn ich schlage, dann sieht man mal, ich habe noch 20 Magie. Punkte. Die werden natürlich, wie Sony auch angedeutet hat, verbraucht. Allerdings auch nur in unbestimmten Zeitabständen. Irgendwas ist hier? Ah, genau. Sofort die. Können wir den Kern schon aufheben? Nein, gell? Was meinst also hier, wo ich draufstehe. Das ist wieder Wiederbelebungsding. Nee, wenn du eins hast, also wenn du noch keins hast, dann kannst du es aufheben. Nee, ich kann es nicht aufheben. Dann hast du schon eins. Müsstest du eigentlich bei dir an der Seite sehen, an deinem Gurt? Ah, ich hab's, ja, oh cool. Also man sieht's hier an dem Gürtel, man sieht's vielleicht minimal, so ein gelber, so ein weißer Strich. Da haben wir schon so, das sind so Wiederbelebungskerne, das heißt, wenn Sony sterben sollte, kann ich es auf ihn werfen und er ist dann wieder voll lebendig.
später werden die auf jeden Fall auch recht häufig gebraucht, also diese Wiederbelebungsdinger, weil die Feinde halt immer stärker werden. Also auch wir haben die am Anfang sehr häufig gebraucht. Allerdings jetzt, man merkt schon, wir sind relativ gut im Spiel drin mittlerweile. Also allzu häufig werden. Wollen wir es oben lang oder? Warte mal. Ah ne, lass es oben. Lass es oben, ja. Ja, ja. Ah, von unten kommt einer. Auch. Sehr gut aufgepasst. Oh, du hast Giftschaden, wie ich sehe. Ich glaube auch. Ist mir gerade auch aufgefallen. Sehr gut. Achso, ja, wollte ich gerade holen. Pass auf, da ist einer. Mach du den. Bam. Warte, ich mach den mal kaputt hier vorne. Yeah. Oh, zwei Kristalle. Junge, die haben wir beim letzten Mal auch vergessen. Wo denn? Hier, hier drüben. Die haben doch die Brücke kaputt gemacht. Ah. Okay, praktisch. Brauchst du Energie oder? Boah, jetzt hat er auch die Brücke kaputt gemacht. Also noch nicht, ich sag's mal so. Ich brauch noch keine Energie. Dann nehme ich mal, weil ich brauche ein bisschen. Okay, ich hab. Unten ist der, ne? Sind mehrere, aber pass auf. Jo, ich hab zwar was abbekommen, aber ich lebe noch. Kannst du die von oben erwischen? Ne, ich bin mit drunter. Weil ich von oben keinen mehr getroffen habe. Ah, verdammt. Meiner. Oh, du kannst das Spezialding gleich machen. Todesschuss. Da sieht man's. Boah. Das ist so genial, die Attacke. Das sieht so geil aus. Oh, hier ist ein neues Schild anscheinend für mich. Oh, ich hab keins mehr. Oh. Direkt mit 200 da. Das ist sehr gut. Ich hab schon mal dicken Schaden abgekriegt. Oh. Jetzt nicht besonders. Sag, wenn du weitergehst, weil ich bin nochmal zurück, weil ich was gucken wollte. Oh, da eine hängt hier. Warte. Lass mich den besiegen. Ja, schön. Nahkampf. Oh. Übrigens gibt es halt auch, wie man vielleicht schon gesehen hat, Gold in dem Spiel. Nur haben wir bisher noch nicht so wirklich rausgefunden, glaube ich, dass es Gold gibt, oder? Nee. Noch nicht, also Waffen kaufen oder sonstiges haben wir so noch nicht entdeckt. Warte mal, ich nehme mal kurz einen Heiltrank, weil ich bin fast tot. Ah, ich werde angegriffen. Hier oben. Oder? Da oben. Sehr gut. Der hat mir noch Energie abgezogen. Keine Ahnung. Ja, nichts drin. Schade. Übrigens, ich bin eine Frau und kann eine Tür hochheben, die knapp 100 Kilo wiegt. Alleine auch noch. Ja. Ah, da ist, glaube ich, das erste Magie. Oder? Was meinst du? Mach mal. Ja, aktiviert das nochmal. Wollen wir nicht erst gucken, oder? Ja, ich glaube, das ist unser erstes Magie-Upgrade-Teil. Ah, stimmt. Okay. Ah, okay. Ja. Genau, wir können dann so ein Portal öffnen und jetzt können wir uns verstärken. Wir haben vier Drachentränen und können jetzt gucken, was wir upgraden. Also man sieht es auch, wenn man weitergeht. Also es gibt drei Stufen von jeder Waffe, von jedem Angriff, von jeder Fähigkeit. Und zwar die nächste, wie man sieht, kann man erst ab Kapitel 1.6 freischalten, die nächste ab Kapitel 5. Was sehr spät ist. Dann kann man noch wechseln zwischen Waffenfähigkeit und Magie. Allerdings finde ich Magie für Kadok ziemlich unnötig. Sagen wir es mal so. Deswegen bin ich eher auf die Fähigkeiten hier spezialisiert. Wenn man eine gekauft hat, welche nehme ich? Ich nehme Preschen. Kann man sich erstmal auf dem Steuerkreuz legen. Und dann hat jede Fähigkeit nochmal drei Unterfähigkeiten, sag ich mal. Zum Beispiel hier verbesserter Schaden, verbesserte Effizienz und verbesserte Reichweite bei der Waffe hier. Weißt du noch, ob man alle aktivieren kann? Alle drei, ja, gell?
Ja, man kann auf jeden Fall alle drei aktivieren. Okay. Also wenn du noch irgendwas sagen willst, sag ruhig. Ja, also ich habe halt eigentlich, glaube ich, an sich so dieselbe Magie halt auf der zweiten Seite. Nur halt habe ich dann auf der ersten Seite bei mir, die ihr leider jetzt nicht sehen könnt, halt nur Pfeil und Bogen halt Angriffe, wie zum Beispiel halt jetzt bei mir, dass ich hier Schilde durchbrechen kann und zerstören kann mit den Pfeilen. Genauso wie Brand- und Eispfeile kann ich verschießen. Ich habe aber bei mir jetzt erstmal alles auf die Schilddurchbrechungspfeile gemacht, weil ich finde eigentlich an sich ist das so ziemlich die stärkste Fähigkeit bei ihr. Ja. Wenn du bereit bist, können wir weitermachen. Ja, ich bin bereit. Also ich habe jetzt hier einmal so, also aktivieren tut man das, indem man die Pfeiltaste drückt und dann R1. Also hier zum Beispiel kann man, wie man bei mir sieht, schön zwischenschalten. Und dann mit R1 könnte ich das rein theoretisch aktivieren. Das untere ist bei mir so eine Art Dauerzauber. Der tut Angriffsgeschwindigkeit und Schaden erhöhen. Das obere ist eine Attacke. Ich werde, glaube ich, beides dann mal bei Gelegenheit zeigen. Ah, und hier, wenn man unbedingt will, kann man den Charakter tauschen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch ihren Körper schlüpfen und er in meinen. Aber das brauchen wir an sich gar nicht, weil wir so ziemlich gut zurechtkommen eigentlich. Genau. Oh, ein Gefangener. Ich würde sagen, rette ihn mal, ja. Ich wusste, dass ich gerettet werde. Ich wusste, dass die Götter nicht verlassen würden. Okay. Ich half dabei, Sprengfallen in der Stadt auszulegen, um die Waage aufzuhalten. Aber sie haben mich erwischt. Diese Bestien sind überall. Meine Frau. Ich muss meine Frau finden. Warte mal. Was der Typ da zusammenbrabbelt, ist eigentlich relativ unwichtig. Der erzählt dann seine kleine Geschichte, dass er als Kind misshandelt wurde und keine Ahnung. Lass mir mal bitte das nächste Waffending, weil ich will mal gucken, ob ich schon eine neue Armbrust kriege. Hey. Oh, die finden es sehr witzig, einen Menschen zu verbrennen. Da ist ein Waffenständer. Ich hab's gesehen. Okay, jetzt haben wir. Er ist kaputt. Schade, ich wollte ihn eigentlich kaputt machen. Oh, okay. Hier ist noch einer. Meinst du, das sind die Sprengfallen, von denen der Mann geredet hat? Keiner, oder? Hier? Nein, einfach. Achso, okay, dort ist keiner. Ja, okay, nutzen wir das aus. Ich glaube, da ist ein Gegner drin. Ah, okay. Danke. Gott, bin ich miserabel, Alter, im Nahkampf. Ja, wollen wir direkt hier durch oder die Gegner hinten töten? Weil da waren nämlich noch welche. Achso, okay. Hier. Guck mal hier. Ah, da drüben. Okay.